Thank you.
seine Schwester Brigitte, circa 11 Jahre alt. Ingeborg ist schon ein bisschen älter, 17. Inzwischen kommt auch noch ein Lastkraftwagenfahrer, ein Chauffeur. Wichtige Rolle, der muss Kühe transportieren. Und dann unsere Hauptperson, der Jan, der Ausreißer. Und natürlich unsere Oma. Damit es nicht wieder Schwierigkeiten gibt, mit Auf- und Zumachen, lassen wir die Kühe gleich auf. Das ist nicht schön von euch.
Aber ich glaube, es könnte mal wieder etwas Anstandsunterricht nötig sein, damit ihr nicht ganz verwirrt, dass eure Eltern wiederkommen. Kennt ihr die Haare? Lacht den Dach nicht herausfließen? Träumt den Zimmer auf? Sitzt gerade? Macht keinen Krach? Danke dich nicht mit deinen Geschwistern? Widersprich dich? Wasch dir die Hände? Macht dir die Finger nicht sauber? Kennt ihr die Haare? Lass deine Sachen nicht herumliegen. Räum dein Zimmer auf. Sitz gerade. Mach keinen Krach. Tanke dich nicht mit deinen Geschwistern. Widersprich nicht. Wasch dir die Hände. Mach dir die Finger nicht gesaugert. Kämm dir die Haare. Lass deine Sachen nicht herumliegen. Räum dein Zimmer auf. Sitz gerade. Was ist denn das, Oma? Warum sagst du denn den Menschen dasselbe? Die Nase ist aus der Welle gesprungen, ihr Dummköpfe. Richtig, ja. Die Technik hat eben ihre Tücken, aber immer noch besser, als weil die Anstandsbrüche x-mal an den selbst haben. So, genug für heute. Ganz stark wird man von langen Sitzen. Ich muss mir mal ein bisschen Bewegung schaffen. Jetzt geht's los! So, Fels! Ja, du passt auf vorne drauf, damit nichts passiert. Wenn man abfällt, muss man aufpassen, damit man nicht einrutscht. Ich kann wohl sagen, dass dieser Stock nicht Junge hat. Thank you.
die Land. Und es war Amerika. Dem kleinen Schiffsjungen klopfte das Herz. Nun würde er das Land sehen, in dem die Indianer in Cowboys lebten, in dem es Wolken hatte und die Niagara-Fälle gab. Ach, Susi, wenn ich doch diese Schiffsjunge werde. Peter hatte recht. Dieses blöde Dorf hängt mir schon lange zum Hause heraus. Ich möchte auch weg, aber nicht nur so einfach verreisen. Ich möchte nach Afrika, Australien oder Amerika. Aber warte mal. Susi, sag jetzt kein Wort. Ich habe nämlich die Idee. Juhu, ich habe die Idee. Vielleicht werde ich Köchin in der Pfanne. Und du kaufst es. Dann kannst du mir noch einen Zug Macaroni aufbauen.
machen. Natürlich. Bye.
Amerika werden wir Englisch sprechen müssen. Ich muss gestehen, dass ich auch in Englisch keine großen Leute war. Und du? Es geht. Was heißt denn zum Beispiel, mit ein Meter Domino? Lies. Wusste ich auch, aber gar nicht mehr. Lies. Ach, warum willst du den Zirkus löschen? Nachhöhner.
mir das Nass und die Hände lecken. Dann habe ich ihn fest. Und dann dran gewöhnt an den Bühnenwechsel.